Hey Leute und willkommen zurück bei Faster Than Light. Wir sind jetzt ja beim Sprung zu The Last Stand. Der Bosskampf kommt. Ich hoffe mal, dass ich es noch schaffe, hier mich zu reparieren. Kriegen erstmal nochmal Dinge. Base, Repair, Repair. Ja, Repair brauchen wir nämlich. Und dann heißt es schnellstmöglich zum feindlichen Schiff kommen und hoffen, dass wir das überstehen. Hier haben wir nochmal Dinge bekommen. Er ist da und auf dem Weg hin. Das heißt, wir können am besten hier lang. Werden wahrscheinlich da noch ein bisschen kämpfen müssen, denke ich mal. Ja. Puh. Das ist ja mal ein Sauhaufen. Hoffen wir einfach mal, dass unsere Schilder das halten, weil das Auto-Assault-Ding ist halt echt heftig. Wenn man hier sieht, was hier an Raketen rankommt, ne? Sehr schön, unsere Raketen haben getroffen. Das heißt, es ist damit möglich, schon mal sein Schild langsam abzuarbeiten. Und jetzt sind die Raketen ausgefallen. Na super. Ich sollte die hier eigentlich wieder tauschen dafür. Aber andererseits mag ich das von der Tastenbelegung her anders lieber. Machen wir es mal weiter so. Wir haben hier einiges an Schäden, aber noch ist keiner gefährlich verletzt. So. Nächstens kriegen wir seine Waffen stückweise auseinander. Ist nur einer getroffen, aber das könnte jetzt reichen. Dann müssen wir eine Rakete, davon haben wir ja genug. So. Boom. Kann ich mir dafür noch was holen? Ja, könnte ich. Zum Beispiel eine bessere Gesundheitsversorgung. Er ist gerade da. Ich versuche mal, dass wir den da in dem Sektor noch erwischen können. Das wäre praktisch. Ignore it. Was auch immer das ist. Wir ignorieren das, möglichst wenig kämpfen und da hinterher in der Hoffnung, dass wir ihn dort erwischen. Und dann weiter können zum Repair-Sektor. Ja, er ist uns aber entkommen. Na super. Dann hat er das Repair da jetzt wahrscheinlich kaputt gemacht. Und er hat ein Cloaking und wir nicht. Das ist ja schon mal super. Und er hat 4 verdammte Schilde, ey. Ich befürchte irgendwie, dass wir das nicht schaffen werden mit dem Schiff hier. Auch wenn wir jetzt seine Schilde massenbombardieren. Ja, er hat heute schon wieder Cloaking rein, kann sich dann wieder anfangen zu reparieren. Kann da noch so richtig dick Raketen raushauen, wie man hier sieht. Wo leider unser System wenig gegen machen kann. Und unser Antrieb ist auch schon ziemlich im Eimer. So, auf jeden Fall soll die Rakete wieder da drauf. Sehr schön. So, dann können wir uns gleich eigentlich hinstellen, seine Waffen kaputt machen. Hoffentlich. Wir nehmen den, der stört mich mehr. Ich glaube, der war das. Na super, jetzt hat er erstmal wieder Cloaking drin. Kann aber währenddessen natürlich noch schießen. Ich muss weiter auf die draufhauen. So, Rakete wieder da. Sehr gut. Die brauchen wir. So. Einen Treffer noch auf sein Schild bekommen. Sehr gut. Das Problem ist, dass das hier noch nicht mal die härteste Variante des Kampfes ist. Der zweite gleich ist der schlimmere. Und da können wir uns dann wahrscheinlich nicht nochmal reparieren.
Sehr gut. Erste Runde überlebt. Haben leider keinerlei Repair mehr hier. Deswegen warte ich jetzt mal eine Runde. Und dann ist er da und wir können uns dann wieder mit ihm anlegen und einfach hoffen. Ah, doch, es hat uns hier repariert. Sehr gut. Hoffen wir einfach mal, dass es diesmal wieder klappt. Auch wenn es jetzt schwieriger ist, weil er die ganzen Drohnen da hat. Da uns eine Angriffsdrohne reingeschickt hat, was ziemlich ätzend ist. Und selbst wahrscheinlich meine reinkommende Rakete einfach abschießen wird. Da hat sich wenigstens jemand bei den Schilden nochmal verbessert. Überhaupt mal verbessert. Naja, schießt meine Rakete einfach vorher ab, ohne dass ich da viel machen kann. Und er schießt doch gleich die nächste feindliche Drohne rein. Ah, ich kann weiter auf ihn schießen, aber meine Raketen werden da eh nicht ankommen. Anti-Plasma-Drohne brauche ich wieder. Habe ich das vergessen? Eigentlich müsste ich mal darauf schießen mit irgendwie mit meinen Sachen. Und leider noch ein bisschen, bis das voll ist. Hoffen jetzt einfach mal, ja, die wird ja wieder abfangen. Schade. Schade, schade, das wäre zu praktisch gewesen, wenn wir das hätten irgendwie verhindern können. Das werden wir einfach nur diesen Sturm an Viechern aber loswerden, ey. Denn jetzt müssen wir eigentlich wieder darauf schießen. Weil er schon wieder zu viele Schilder hatte. So, wieder da drauf. Die Hoffnung, dass wenigstens ein paar von seinen dann dumm rumtrügeln. Und er da wieder mit diesen ganzen Dingern herumballert. Ey. Einen einzigen Treffer, ne? Das ist doch ein Witz. Aber wir haben trotzdem noch gute Chancen, wenn man sich anguckt, wie viel Schaden er schon hat und wie viel er uns momentan macht. Da halten unsere Schilde das doch recht gut aus. Wenn er die nicht noch ein paar Mal trifft. Ah, Chaka, erwischt. So, jetzt müssen wir erstmal wieder reparieren. Klappt auch soweit ganz gut. Und dann... Ah, er löscht da oben noch beim Sauerstoff. Wo kommt denn das Feuer dann her? Das müsste ja eigentlich heißen, dass es da noch brennt, ja. Du geh mal da runter. Hier, hopp. So. Ach, da brennt es auch noch. Na super, dann kannst du da nochmal mithelfen. Ich kann währenddessen mal einen Schluck trinken. Ich lasse dich mal zurückziehen und die Drohne das, glaube ich, machen. So. Alles durch, wie mir scheint. Noch ein bisschen heilen. Jetzt warten wir wieder eine Runde in der Hoffnung, dass ich mich dann wieder repariere. Ne, tue ich nicht. Ich werde stattdessen angegriffen. Na super. Das ist ja geil. Auch direkt in meiner Waffenstation. Oh Mann. Zum Glück heilen wir quasi überall automatisch.
Ja, das war nix. Das war nix, gar nix. Dabei brauchen wir nur noch den einen letzten Kampf gegen den Boss. Wahrscheinlich werde ich hier jetzt vorher auseinandergenommen. Super, kein Treffer. Die Schilde zwar alle auseinandergenommen, aber keinen Schaden hinterlassen. Das war nicht so gut. Ah, ein, immerhin. Oh, was war das? Ach, da hat sich einer bei meinen Schilden verbessert. Schreck. So. Nochmal Schaden an den Schilden gemacht. So, jetzt sieht es doch gut aus. Jetzt können wir dann mal auf die Waffen gehen. Denn wir kriegen hier schon wieder ganz schön Schaden, was nicht cool ist. So. Jetzt muss er sich überlegen, mit was er auf mich schießt. So, vernichtet. Das Problem ist, ich muss jetzt hier runter, um zu kämpfen und habe dabei kaum Möglichkeiten, mich vorher noch zu reparieren. Das heißt, wir können einfach nur hoffen, dass wir das irgendwie überleben. Dass er nicht so viel Schaden machen kann. Hat schon was rein teleportiert. Aha, da kann... Du kannst damit reingehen, mitkämpfen. Wenigstens ein bisschen Unterstützung haben. Währenddessen kann ich hier schon mal seine Schilde wieder angehen. Und er hat halt wieder diese Dreierraketen, gegen die ich nichts machen kann. Außer hoffen. Hat schon wieder... Ich stelle den mal mit da rein. In Hoffnung, dass wir dann da schneller repariert bekommen. Wow, was war das denn? Krass, diese bösen Effekte. So, du musst dich jetzt zurückziehen. Aber das sollte unsere Drohne auch den Rest alleine schaffen. Wieder die Dreierraketen. Ja. Jeder Treffer tut von den Dingern übelst weh. Aber wir haben wenigstens sein Basisschild schon mal raus. Und das war ein bisschen doof von mir. Vor allem, weil wir jetzt gleich wieder verrecken. Verdammt. Ich habe noch zwei... Jeder in der Lebenspunkte. Scheiße! Fuck! Das war knapp. Hätte ich da die Schilde ein bisschen besser getroffen und er ein bisschen schlechter, oder hätte ich mich davor reparieren können, dann hätten wir das schaffen können. Ja, war trotzdem ein spannender Part. Ich möchte mal die Statistiken schauen. Haben immerhin viele Punkte gemacht. Beste Piloten-Ausweichfähigkeiten und am meisten Schiffe besiegt, damit immerhin bekommen. Ja, ich hoffe, ihr seid dann, wenn es das nächste Mal heißt, FTL auch wieder dabei oder bis dahin bei dem, was dazwischen noch so kommt. Auf jeden Fall war es ja doch noch recht erfolgreich, bis auf halt den allerletzten Kampf. Na, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, macht's gut. Das soll ich natürlich irgendwie... Hat jetzt einen Kuder, bis der Dummy erwischt oder dass ich wieder was mache. Ja, klar.